dass das doch dann so blau wird und dann, boah, Hammer, Mann, Hammer. Er muss mir geben. Das hier, diese Technik, kostet 16 Euro. Weißt du, ich meine? Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Maler und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es endlich soweit, denn wir testen Tim Melzers Goldrausch von Alpina. Und wir gucken uns das jetzt mal an, wie geil das ist. 16 Euro, ne, kann man sich nicht beschweren, oder? Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo ich das auspacke und ein bisschen zeige, was in diesem Set überhaupt alles drin ist, kann gerne mal hier oben draufklicken, da zeige ich euch das mal so ein bisschen. Aber jetzt hier, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns endlich anfangen. Im Set ist fast alles enthalten, das ist das wichtigste Werkzeug, aber wir brauchen noch das hier. So ein kleines Wälzchen, um das Material aufzutragen. Das hier simuliert deine Wand. Am besten hat man eine gleichmäßige, tragfähige Putz-Rigipswand, ne? Nicht jetzt hier so Raufaser oder so, würde ich jetzt nicht empfehlen, denn den schönsten Effekt bekommt man einfach bei solchen Techniken, wenn man so einen ebenen Untergrund hat. Gut, wenn wir mit der Walze arbeiten, macht sie vorher nass, schlagt sie aus, denn wenn die Walze feucht ist, naja, dann habt ihr nicht so dieses Spritzen und die Walze kann das Material viel, viel besser aufsammeln. Und dann gehe ich mal hier mit dem Material drauf. Oh ja. Streiche ich das mal hier richtig satt drauf. Da kann man hier richtig Gas geben und auch nicht sparen. Ja, die Walze muss ich jetzt hier erstmal einarbeiten. Ah ja, hier, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Richtig satt drauf. Das ist auch immer das Wichtigste, gerade bei solchen Techniken. Das ist jetzt hier keine Farbe, die wir verarbeiten. Das kann man sich vorstellen wie so eine streichfähige Spachtelmasse, sag ich jetzt einfach mal. Jetzt haben wir hier einen super Auftrag und spachteln mal. Aha. Okay, fühlt sich schon mal gut an. Ja, ich habe jetzt einfach mal ausprobiert, wie das so passt vom Abziehen her. Und nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt können wir abziehen. Gehen wir nochmal hier so über die Fläche. Ja, wir haben jetzt hier exakt 1 Quadratmeter und theoretisch kannst du hier 7 bis 10 mitmachen. So, jetzt habe ich erstmal grob drüber gezogen. Und überschüssiges Material streife ich mir dann hier einfach ab. Ja, jetzt ziehe ich das Material hier noch Stück für Stück raus, um halt diese gleichmäßige Ungleichmäßigkeit zu bekommen. Wie gesagt, das überschüssige Material habe ich ja jetzt eben noch abgestriffen. Und jetzt ziehe ich hier so lange drüber, bis nichts mehr zum Ziehen geht. Also das Material, man merkt jetzt schon, wie die Farbe langsam immer härter wird und ich ziehe jetzt hier immer mehr die einzelnen Riefen, die hier sind, raus und dadurch entsteht halt diese gleichmäßige Ungleichmäßigkeit noch ein bisschen härter. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ja, wir haben jetzt gewartet und es sieht ziemlich unspektakulär aus. Fläche ist gut durchgetrocknet, fühlt sich sehr rau an, teilweise glatt. Und ja, sieht unspektakulär aus. Ne? Ihr seht jetzt genau dasselbe, wie ich sehe. Ist einfach nur eine ockermäßige Fläche. Ne? Mehr ist es gar nicht. Gut, umso mehr bin ich jetzt gespannt, denn wir wollen da ja jetzt mit dem Finish drüber gehen und ein Königsblau rausholen. Ja? Also wirklich. Ja, ich bin gerade sehr, sehr skeptisch. Ja, ich mache das Material jetzt mal auf. Ja, ist ziemlich dickflüssig. Ne? Normalerweise würden wir jetzt auch wieder hier mit der Walze drüber gehen, auftragen. Ne? Ich mache es aber nicht. Ich werde jetzt, ich habe mir so eine kleine Japan-Spachtel geholt, wo ich das Material jetzt rausnehme, aufziehe und dann drüber gehe. Ne? Finde ich jetzt am sinnvollsten, weil ich habe ja jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Ich denke mal, das wird so viel besser gehen. Ja gut, Werkzeug ausgewaschen, ne? Geht gut, einmal und frei, lässt sich super reinigen. Von der Geruchsbelastung war es gestern auch ziemlich easy, also kein Problem. So, ich gucke hier, so dickflüssig ist das Zeug und ich werde das jetzt einfach mal hier raufziehen. Ich bin so gespannt. Gucken wir mal.
und ziehe das jetzt hier dann ab. Wow. Lässt sich sehr, sehr gut raufstreichen oder beziehungsweise raufspachteln. Ich versuche jetzt auch wieder eine gleichmäßige Ungleichmäßigkeit hier reinzuziehen. Macht auf jeden Fall was her, ey. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, ist auf jeden Fall besser, das Material hier raufzuziehen. Ja, ich finde das nämlich total sinnlos, weil es gehießen hat, dass man hierfür auch mit der Walze machen soll. Wow. So, jetzt ziehe ich nochmal die ganzen überschüssigen Sachen, die ich jetzt hier vielleicht noch auf der Fläche habe, ab. Damit wir nochmal ein ungleichmäßiges, gleichmäßiges Ergebnis hinbekommen. Heftig, heftig, ey. Oh, Mann. Geil. Ein bisschen. Ich habe jetzt hier für einen Quadratmeter knappe 9 Minuten gebraucht. Und ich muss echt sagen, es sieht Hammer aus, ey. Es hat eine metallische Oberfläche, ist klar. Also hier dürft ihr euch jetzt nicht wundern, das ist hier die Softbox, die hier so Strahl drauf schmeißt, weil es schimmert richtig. Also es ist eine blaue metallische Oberfläche und ich hätte nicht gedacht, dass das, guck mal, wie wenig wir verbraucht haben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das doch dann so blau wird und dann, boah, Hammer, Mann, Hammer. Er muss mir geben. Das hier, diese Technik, kostet 16 Euro. Weißt du, ich meine? Ey, das ist doch fett, ey. 16 Euro. Und wenn du jetzt mal bedenkst, wir können ja damit 7 bis 10 Quadratmeter machen. Sagen wir mal, wir kriegen 8 Quadratmeter damit hin. Hier würden wir auf jeden Fall 10 Quadratmeter hinbekommen. Die Fläche ist, ne, vom Vorbereiten her war es top, top Untergrund. Aber gehen wir mal von 8 Quadratmetern aus. Ey, dann hätten wir jetzt hier einen Quadratmeterpreis von etwas über 2 Euro. Das ist doch der Hammer, oder? Für 2 Euro kann man sich doch nicht beschweren, oder? Gefällt mir gut, ey. Jetzt, wir lassen das Ganze jetzt nochmal trocknen, dann gucken wir uns das später nochmal an. Und ja, wenn der getrocknete Zustand erreicht ist. Freunde, der Test ist abgeschlossen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich zufrieden. Für 16 Euro bekommt man hier eine super, super, super Technik. Natürlich kannst du das jetzt nicht mit Markenspachteltechniken vergleichen, auf keinen Fall. Aber für den Einsteiger, jemand, der das noch nie gemacht hat und der sich erstmal daran trauen möchte, für den ist das einfach nur der absolute Hammer und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ja, jetzt ist es abgetrocknet. Und es fühlt sich so schön an. Es ist so weich, samtig. Es hat eine ganz tolle Haptik. Wirklich super. Und es sieht auch noch richtig geil aus. Ich liebe dieses metallische. Ne, ich habe extra das Licht mal so hingestellt, dass das mal dagegen klatscht, weil es einfach Hammer aussieht. Ja, den Link zu dem Produkt packe ich unten in die Videobeschreibung. Ist ein Affiliate-Link. Jeder, der da draufklickt und es dann kauft oder irgendwas anderes kauft, der unterstützt mich dadurch. Dann kriege ich ein paar Cent Provision. Macht euch aber den Preis nicht höher, sondern ihr zahlt genauso viel, als wenn ihr auch nicht auf den Link klickt. Das ist völlig egal. Aber ihr tut mir was Gutes, wenn ihr mich unterstützen wollt. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Lasst auch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, Daumen nach unten. Support ist kein Mord. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und macht's gut.